Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am vergangenen Wochenende habe ich mit meiner Familie den neuen Disney-Film geschaut, Raya und der letzte Drache. In diesem Film wird erzählt, wie eine große Gefahr die ganze Welt bedroht. Sie breitet sich immer weiter aus und lässt alles zu Stein erstarren. Alle Völker versuchen sich allein und auf ihre Weise dagegen zu schützen. Doch letztlich hilft nichts gegen diese Bedrohung. Keine noch so ausgeklügelten Taktiken, keine hohe Kultur, keine hehren Kampftechniken. Ja, nicht einmal Tricks. Als alle fast am Ende sind, bleibt nur noch ein letzter Versuch. Vertrauen. Raya sagt, wir werden es schaffen, wenn wir einander vertrauen. Und sie wagen es, einander zu vertrauen, auch entgegen der vielen bisherigen schlechten Erfahrungen. Sie vertrauen und besiegen die Gefahr. Als ich das Evangelium vom heutigen Sonntag las, musste ich unwillkürlich an diesen Film denken. Jesus erzählt vom Reich Gottes. Wie kann sich der Friede Gottes und die Liebe auf der Erde ausbreiten? Wie können sie Wurzeln schlagen und wachsen? Wie kann ich in Gott sein und aus dem Glauben leben? Wie können wir all die kleinen und großen Nöte abwenden, die so viele Menschen belasten? Wie kann das alles gelingen? Auf all solche und ähnliche Fragen antwortet Jesus mit der Erzählung vom Senfkorn. Das Senfkorn ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Ich mag dieses Bild von dem Schatten des riesigen Baumes und von den Vögeln darin. So stelle ich es mir vor, wenn das Reich Gottes da ist. Ende aller Not, Frieden, Ruhe, Leben in Fülle. Und was kann ich nun dazu beitragen? Wie gelingt es uns, das Reich Gottes Wirklichkeit werden zu lassen? Wir werden es schaffen, wenn wir vertrauen. Auch Jesus lädt uns ein, zu vertrauen. Auch wenn wir, wenn du, wenn ich, nur ein winziges Samenkorn haben, nur einen Funken von Glaube, Hoffnung und Liebe, dann kann daraus Großes wachsen, indem ich es im Vertrauen hergebe, einpflanze, investiere. Und Gott wird das Übrige tun. Wenn wir auf unsere Welt schauen, dann ist die Liste der Gefahren sicher lang. Klima, Corona, Kriege. Nicht minder lang ist sie, wenn wir die Kirche anschauen oder einen Blick werfen auf unser je eigenes kleines Leben. Wir werden es schaffen, wenn wir vertrauen. Tun wir unser Möglichstes. Und sei es noch so klein, und vertrauen wir Gott den Rest an. Ich freue mich auf das, was dann alles so wächst.